Wir, eine 11-köpfige Gruppe videobegeisterter Touristen, hatten das Ziel, die Insel Java von West nach Ost zu durchqueren. Die Route ging über die Städte Jakarta, Bandung, Wonosobo, Semarang, Malang und Yogyakarta. Die großen Tempel Borobudur und Prambanan waren mit im Programm. Die landschaftlichen Höhepunkte waren das Jing-Plateau und die Tengger-Caldera mit dem aktiven Vulkan Bromo. Nach unserer Ankunft in Jakarta wurde nach nur einer Erfrischungspause das Nationalmuseum besucht. Mit über 140.000 Exponaten ist das Nationalmuseum in Jakarta das bestbestückteste Museum in Südostasien. Es verschafft einen ausgezeichneten Überblick über die indonesische Kultur von den frühesten Anfängen bis zur Gegenwart. Jan, unser Scout, erklärte uns fachgerecht die Ausstellungsstücke. Kota, die Altstadt von Jakarta, ist durch die holländische Kolonialarchitektur geprägt. Die Bauten sind im Originalzustand erhalten und geben eine besondere Atmosphäre, die auch von der Jugend sehr geschätzt wird. Hier lädt das Café Batavia zum Verweilen ein. Es ist das bekannteste Restaurant in Jakarta. Bilder von bekannten Gästen aus der bewegten Vergangenheit zieren hier die Wände. Im Norden von Jakarta liegt der alte Hafen Sunda Kelapa, wo noch die traditionellen aus Holz gebauten Schoner be- und entladen werden. Diese Pinisi genannten Schiffe werden in Sulawesi von den dort lebenden Bugis gebaut und bereisen die gesamte indonesische Inselwelt mit ihren ca. 17.000 Inseln. Hier liegt die größte noch existierende Flotte von Lastenseglern vor Anker. Das Be- und Entladen der Schiffe geschieht fast nur von Hand. Kräne und Ausleger sind selten zu sehen. Das Freilichtmuseum Taman Mini Indonesia Indah stellt im verkleinerten Maßstab traditionelle Häuser aus allen 33 Provinzen Indonesiens aus. In Indonesien leben etwa 300 verschiedene ethnische Volksgruppen, meistens malaiischer Herkunft. Das Museum ist zu einem großen Freizeitpark ausgebaut worden
mit Unterhaltung aller Art. Stolz wird ein Flugzeug gezeigt, das die USA zur Unabhängigkeit Indonesiens dem Volk zum Geschenk gemacht hat. Die Strecke von Jakarta nach Bandung wurde mit dem Bus zurückgelegt. Eingeplant waren etwa 4 bis 5 Stunden. Durch das hohe Verkehrsaufkommen verdoppelte sich aber die Zeit. Es fiel auf. Die Autos, fast alles neue Modelle und alle unbeschädigt. Bei dem für uns chaotischen Verkehr wie ein Wunder. Auf unserer gesamten Fahrt von über 1000 Kilometer durch Java haben wir nur einen Unfall mit Blechschaden gesehen. Von Bandung bis Kutuayo fuhren wir mit dem Zug. Der Zug weckte bei uns Erinnerungen an die 60er Jahre. Nur von den Sicherheitsvorkehrungen auf den Bahnsteigen und auch im Zug hat man hier andere Vorstellungen. Die Strecke führte durch eine sehr fruchtbare Ebene. Die Größe und Anzahl der Reisfelder war schon gewaltig.
besonderes Highlight war, wir konnten abwechselnd den Führerstand der Diesellokomotive besteigen und die Fahrt von dieser Perspektive aus filmen.